Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit God of War Ragnarök. Viel Spaß. Was hat dir die Wand getan? Ich konzentriere mich. Hat mein Vater mir beigebracht. Das klappt? Noch nicht. Und worauf konzentrierst du dich? Meine Gefühle zu kontrollieren. Heimdall versucht, mich aus der Ruhe zu bringen. Ich darf nicht nachgeben. Thrud, hey. Nur Thrud, ganz ruhig. Du trainierst ohne mich? Ist das eine gute Idee? Training? Also, ich find's toll, aber wird deine Mutter nicht böse sein? Das stimmt. Aber bedenke auch. Nein, das tat gar nicht weh. Nein. Also, Großvater will dich sehen. Oh, Wille, klar, gut. Hier, dann nimm das. Und, beste Grüße an Sif. Ja, Sif. Und Atreus. Bis später. Und Thrud. Tschüss, Thrud. Jungs aus Midgard sind so seltsam. Das kann gut sein. Ihr zwei. Was ist da drin? Milchquark ist für Mama. So will er helfen. Du musst ins Arbeitszimmer. Bis später. Knallt dir die Tür, ey. Was soll das? Okay. Alles klar, Freunde. Da sind wir wieder. Zurück. Zwei Fragen direkt. Wie viel Zeit ist vergangen hier? Und warum nennt er ihn jetzt wieder Atreus? Manchmal habe ich ein bisschen den Eindruck, dass die Entwickler selber durcheinander gekommen sind. Schön. Weil er hat sich allen hier als Loki vorgestellt. Jetzt spricht er ihn wieder mit Atreus nützlich. Für mich ist das erstens verwirrend und zweitens hat das ja eine gewisse Bedeutung. Nennst du dich jetzt Loki? Gut ausgestattet. Nennst du dich jetzt Loki an seiner Stelle? Oder nennst du dich Atreus? Oder wie willst du genannt werden? Berserker? Was ist das denn? Ach ja, stimmt. Das hat schon eine gewisse Bedeutung, ja? Wie du dich vorstellst, weil Kratos hat ganz klar gesagt, du heißt Atreus. Und wenn er sich dann aber Loki nennt, dann stellt er sich auch so ein bisschen gegen seinen eigenen Vater, weißt du? Deswegen hat das eine Bedeutung. Und deswegen bin ich immer verwirrt, warum die immer ständig die Namen bei ihm wechseln. Ohne das zu erklären, warum das passiert. Naja, egal. Das wollte ich nochmal kurz angemerkt haben. Und, nächste Anmerkung, like das scheiß Video hier, Freunde. Ja, like das. Wäre auf jeden Fall und Thors Gemach. Angebracht. Zu Hause würden sie ausflippen, wenn sie wüssten, dass ich hier bin. Moment, was mache ich hier drin? Schnüffeln, ne? Tja. Das sind so extra Streben, damit das hier hält auch das Bett, wenn es zur Sache geht. Gut. Machen können wir aber auch hier nichts, ne? Naja, Freunde, macht gerne beim Gewinnspiel mit von meinem Partner. Link in der Videobeschreibung. Kostenlos gerne mitmachen. Es ist viel komplizierter, als du glaubst. Du brauchst nicht zu wissen, warum Dinge getan werden. Du musst nur... Ich bin alt genug. Hier geht's nicht um dein Alter. Worum geht es denn dann? Denn zu dieser Zeit wurden Magni und Modi... ...wurden auf den Weg geschickt, der zu ihrem Tod geführt hat. Ich verstehe nicht, weil du es nicht versuchst. Dann hilf mir. Warum willst du unbedingt denselben Weg einschlagen? Und dann auch noch mit diesem Jungen. Um ihn geht es nicht. Das ist mein Traum. Hast du denn nie... Du bist nicht irgendeine Hofmagd. Wir sind Asen. Wir haben Pflichten, keine Träume. Und du musst das endlich begreifen. Manchmal hasse ich dich. Okay. So, da chillt Odin und wartet. Ah, da ist er. Das Riesendesaster höchstpersönlich. Im Ernst, was ist dein Problem? Mein Problem?
bist du, war das nicht klar? Du kommst hierher, schwingst große Reden, als ob du uns alle durchschaut hättest. Aber alles, was ich sehe, ist ein verängstigtes Kind, das uns etwas vorgaukelt. Überfordert, völlig allein und sehr, sehr weit weg von zu Hause. Oh, liege ich falsch? Wen hat der sonst noch gesprochen? Wer macht seine Arbeit richtig gut? Asgard frei erkunden können wir aber auch nicht, wa? Wir sind gefangen, ey. Das sieht richtig lecker aus, das Brot. Der Kuchen auch. Da kriegt man Hunger. Nicht hier. Vielleicht ist Odin in seiner Bibliothek. Können wir hier mal ein bisschen Zap-Zap machen oder was? Ein bisschen was klauen? Guck mal hier, das Ding, was Dolin für ihn baut. Sieht auch aus wie so ein Katapult oder sowas, oder? So ein bisschen. Ja. Mal schauen, was das wird. Was meinst du denn damit? Ich verstehe es einfach nicht. Die Maske, den Riesen herzubringen, der meine Söhne getötet hat. Warum? Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen. Hör auf, deine Frau für dich denken zu lassen. Sie trübt das bisschen Verstand, das du noch hast. Hier geht's nicht um sie. Nein, es geht um deine eigenen Grenzen. Finde dich mit ihnen ab. Geh doch etwas zertrümmern, hm? Ganz ehrlich, als Trunkenbold warst du mir lieber. Okay. Loki, komm her. Ich hab's endlich verstanden. Hier hast du Ymir getötet. Nicht wahr? Den ersten Riesen. Sag mir, kann man einen Erdrutsch töten? Einen Sturm ersticken? Er war mehr eine Naturgewalt, ein Gefäß der Macht. Ich war jung, töricht. Sah eine Gelegenheit, etwas Großes zu schaffen. Du hältst es sicher für grausam, aber ich musste es tun, um die Meinen zu schützen. Warum steht dein Haus hier? Was ist da drin? Wenn ich dir trauen soll. Ich will es dir sagen. Damals, nach Ymirs Tod, da sah ich etwas, den Riss. Vielleicht der Geburtsort der Realität. Ich sah hinein. Und da war etwas, das meinen Blick erwiderte. Es flüsterte. Dinge, die ich nicht annähernd verstand, aber ganz sicher die Wahrheit. Als es mich blendete, dachte ich, das war's, dass ich nie wieder hineinsehe. Und dann fand ich das. Und ich wusste, dass dies mir endlich die Antworten geben würde. Weißt du, Junge, ich weiß nicht, wohin ich gehe, wenn ich gehe. Für mich gibt es kein Valhall. Ragnarök kann nicht das Ende sein. Ich muss wissen, dass da noch mehr ist. Ich muss wissen, was mit mir passiert. Und das ist die Wahrheit, ich schwöre. Bei meinem letzten guten Auge. Das ist die Wahrheit. Die Inschrift hier. Da steht kalter Atem. Atem, Wind. Das ist sicher Helheim. Helheim, sagst du? In Ordnung. Get your little witch machine. Und ich weiß auch, wer dich am besten begleitet. Ich denke, ihr zwei kommt mit der Verantwortung zurecht. Verlass dich auf uns. Vermassle mir das nicht. Oh, fast vergessen. Heimdall wird euch begleiten. Welch ein Privileg. Für uns alle. Oh, warte!
Du willst nicht ohne das hier, die klirrende Kälte Helheims, betreten. Every Lau. Das sollte dich schön warm halten. Gern geschehen. Mir meint, nicht mal Odin überlebt Helheims Kälte. Glaubst du alles, was die alte Ziege sagt? Frut, schade, dass dein erster Ausflug ausgerechnet nach Helheim ist. Ah, wir machen das Beste draus. Okay, Freunde, ich will mal ganz kurz hier den Kontrollpunkt neu laden, weil ich das Gefühl habe, dass seit dem letzten Part die Fahrt, vielleicht habt ihr den Soundbug kurz gehört, da gab es so einen kurzen Soundaussetzer, als wir mit dem Boot unterwegs waren mit Kratos, und seitdem habe ich das Gefühl, dass es extremst asynchron ist, extremst, ist sowieso schon nicht lippensynchron 100%. Irgendwie seitdem noch mehr, habe ich das Gefühl. Wenn ich aufpassen würde, ich muss etwas anderes für den Altvater tun. Wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, dann schreit, damit ich eure Leichen finden kann. Alles klar. Er ist so ein Arschloch. Ja? Finden wir das Maskenteil. Ja. Mal schauen, ob das ein bisschen was hilft gegen die... Gegen die Asynchronität. So. Endlich kann ich mich an der Seite des echten Valkyre-Experten erproben. Zunächst einmal sind Hehlläufer nichts im Vergleich zu Valkyren. Außerdem dachte ich, du glaubst mir nicht. Ja, bin ich mal gespannt, ey. Ich meine, sie ist die Tochter von Thor, so, da muss schon einiges gehen, oder? Ey! Lass mich doch mal zuschauen. Ich will mal kurz sehen, was sie drauf hat. Viel Schaden macht er jetzt aber auch nicht, ne? Dann legen wir mal los, oder? Komm da runtergerollt hier. Wie das aussah, ey. Küren besiegt hast. Ich glaube nur nicht, dass Großvater sie verdarb oder die Verwüstung in Midgard verursachte oder alle Riesen töten ließ. Habe ich was vergessen? Ziemlich viel sogar. Okay. Ja, scheint ja ein gerader Weg zu sein, ne? Einfach erstmal geradeaus. Viel falsch kann man hier nicht machen. Warte mal. Helheim. Gibt aber nicht viel, wa? Jötunheim. Muspelheim. Niflheim. 31% erst. Bannerheim. Da fehlt aber einiges. Mehr Hehlläufer! Ich mach das! Was? Soll ich einfach nur zusehen? Auf keinen Fall! Wow. Naja, übertreib nicht. Vorne meint ihr, es wird irgendwie so eine Eifersucht-Story geben zwischen Thrud und Angrobodan, Dingsbums. Hätten die sich nicht einen anderen Namen aussuchen können, er ist so ein Zungenbrecher jedes Mal. Okay, cool, da bist du nicht die Einzige. Ich bin noch nicht fertig. Welche anderen Verbrechen hat mein Großvater verbrochen? Mal sehen. Er hat Vanaheim verwüstet, Tyr gefoltert, Groa ermordet, Ymir getötet und vieles weitere. Interessant. Und wer hat dir das erzählt? Es waren Freya und Mimir. Oh, also seine verräterische Ex-Frau und ein verbitterter ehemaliger Berater. Klar. Ich weiß, dass du mir nicht glaubst, aber... Nein. Entweder redest du Blödsinn oder du bist ein Heuchler, weil du ihm hilfst. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Uiuiui. Starke Worte. Dafür, dass ihr anscheinend nur nach Aufmerksamkeit geiert wird. Mal schauen, ob bei ihr mehr dahinter steckt als das. Ist hier wirklich nichts, ey? Ah, guck mal hier. Jetzt sehen wir mal ein bisschen was. Mal schauen, ob wir wieder so einen Torwächter zerstören müssen.
Sackgasse. Hier hat die Maske uns hingeschickt? Gehen wir zurück. Wir finden einen Umweg. Einfach mal was zerschlagen hier, Mensch. Siehst du? Mehr Heerläufer. Wir sind auf dem richtigen Weg. Klar. Sauber! Wie aufregend! Sauber! Ich hab ein bisschen mir mehr von ihr versprochen. Guck mal, wie sie meine Hilfe sogar braucht. Mensch. Oh Gott. Erstmal gegen die Kiste laufen, ne? Ey, das Schwert ist so krass, oder? Eigentlich. Let's go. Die waren noch nicht alle tot, wa? Aber feier dich schon mal ab, ey. Besser ist es. Sag mal, ist sie schon wieder verbuggt oder was? Die läuft so ganz komisch. Okay. Ich schaff das. Zu wem hat er jetzt gewinkt? Mhm, klar doch. Ich stand doch gerade noch links. Hey, bei uns ist alles gut, oder? Schätze schon. Vielleicht sind unsere Familien dazu bestimmt, Feinde zu sein. Aber wir nicht. Das glaube ich nicht. Vielleicht geht's mit der großen Kiste. Ey, sorry, ich habe gerade einfach nur den Eindruck, dass es irgendwie ein bisschen verbuggt ist gerade. Wie da gerade eben auch gegen die Kiste gelaufen ist im Kampf aber und so. Ich glaube, ganz komisch. Dass du eine tolle Walküre wärst. Das werde ich auch deiner Mutter sagen. Auch wenn sie mir echt Angst macht. Das bedeutet mir viel. Jetzt müssen wir ein Maskenteil finden. Feuert eine Kaskade. Boah, Alter, okay. Nice. Ah, testen wir mal aus, oder? Zumindest. Können wir eigentlich auch mal verbessern. Was haben wir denn eigentlich mit ihm? Fähigkeiten können wir noch mal ein paar kaufen. Was haben wir denn noch hier? Okay. Unser Weg hoch. Gehen wir runter und sehen nach. Machen wir. Bin ja mal gespannt, ob die diesmal mehr rausholen aus Helheim. Aber scheint ja nicht so, wa? Wenn man so auf die Map guckt, ist ja relativ klein alles. So, und jetzt brauchen wir die Kiste. Nein, einfach hier hochklettern. Ja. Jetzt laufen wir. Tun wir das nicht schon die ganze Zeit? Gruppe Heerläufer. Erledigen wir sie. Was soll die Scheiße? Ja, doch, das ist geil. Oh mein Gott, mach nicht schon wieder auf krass. Ich halte es für dich auf! Junge. Pubertät, Freunde, ich sag's euch. Es ist einfach die Pubertät am Ende. Was soll das? Ohne Scheiß, das wirkt echt ein bisschen verbuggt, ey. Wo ist sie jetzt? Hä? Wo ist sie jetzt? Zählt es als tot? Gehen wir ganz normal weiter? Was sagt die Maske? Anscheinend, okay. Also, das Signal der Maske ist etwas seltsam mit all diesen Hindernissen. Aber ich glaube, wir sind hier richtig. Du glaubst?
Mensch, wir können es doch erst sicher wissen, wenn wir die Maske haben, ey. Das Maskenteil, das fehlende. Aber wie Odin gesagt hat, er will wissen, was mit ihm passiert. Deswegen, ich sag ja, macht er halt. Macht er halt einfach. Weil er hat nicht gesagt, ja, ich will Ragnarök aufhalten, sondern ich will einfach nur wissen, was mit mir passiert. Das war seine Antwort auf die ganze Geschichte. Noch einer mehr! Ja, das Kämpfen ist so chillig mit dem Schwert. Muss eigentlich fast gar nichts machen. Zack, zack. So ein bisschen, ich fühle mich so ein bisschen wie Yondu aus von Guardians of the Galaxy. Ja. Nur, dass ich nicht pfeifen muss. Sondern eine Pfeife bin. Au! Du Sau. Der ist cool, der ist wirklich cool, der Angriff. Wenn er natürlich trifft, ja. Guck dich das an, das ist verbuggt. Es ist wirklich verbuggt, ich bild mir das nicht ein gerade. Guckt euch das an! Ja. Also ich bild's mir nicht ein. Ohne Scheiß. Deswegen. Ganz komisch, glaube ich. Klar. Veräppelst du mich etwa? Das hier muss gut laufen. Meine Familie muss sehen, was ich kann. Ich weiß. Geht mir auch so. Ja, wie gesagt, läuft nicht ganz rund gerade. Okay, die vibriert. Was ist los hier? Ja, ist ja gut, aber ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit so langsam zu laufen. Jetzt wieder hoch wahrscheinlich, oder? Ja. Okay. Zerbrochene Runen. Habe ich auch geguckt, kann man verkaufen. Maske. Für, ja, Hacksilber halt. Wir müssen wohl hier durch. Lass mich das übernehmen. Also, das Ding wehrt sich mächtig. Siehst du was da drin? So. Gut. Was immer du getroffen hast, ist durch den Boden gekracht. Okay. Gehen wir nachsehen. Also, wie die läuft, ich spreche viel von Mutter. Wie ist dein Vater so? Er ist heftig. Als würde er mich in eine Form pressen wollen. Aber ich weiß nicht, ob ich das bin. Uff. Tja, ich weiß genau, wie das ist. Allerdings weiß ich nicht, was ich will. Ich find's toll, dass du es weißt. Du kriegst das raus. Das haben wir gemerkt, dass du nicht weißt, was du willst. Vor allen Dingen, was mir auffällt, jedes Mal, wenn jemand ihn fragt über seinen Vater, immer erst negativ. Immer erst negativ. Nicht irgendwie so, ja, er ist nett, er ist dies, er das. Nein, immer. Er will mit mir dies machen, er will das machen. Er will nicht, dass ich das mache. Er will, erlaubt mir nichts, ich darf nichts, ich mach nichts. Ach, Junge, Atreus. Loki, wie sollen wir das nennen? Keine Ahnung. Kann sich ja selber nicht entscheiden. Wir hören uns beim nächsten Mal, Freunde. Das ist die Entscheidung. Hier endet nämlich erstmal die Folge. Ich danke fürs Zusehen. Wir, ja, wie gesagt, machen beim nächsten Mal gerne weiter. Seid dabei. Danke fürs Zusehen. Haut rein, wie gesagt. Und tschüss.